So, da bin ich auch wieder zurück für euch, denn ich habe schon in auf anderen YouTube-Kanälen gesehen, es gibt anscheinend irgendwas kostenlos heute. Dann wurde der Shop aktualisiert, also ich weiß eigentlich noch gar nichts. Ich weiß nur, dass ich auf der einen Internetseite jetzt schon war und oben links stand schon, die eingekauften Gegenstände sind schon verfügbar. Also ihr seht jetzt genauso wie ich, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich schon die Pickaxe bekommen oder das Spray. Kreativwahnsinn, bla bla bla, neues Outfit. Okay. Ah, der goldene Zappler. Ich habe es mir nämlich fast schon gedacht. Also, den könnt ihr definitiv schon direkt freischalten, nämlich wenn ihr genau auf die Seite hier geht. Beziehungsweise ich markiere euch gleich schon mal die Seite, wo ihr hin müsst. Denn ich würde sagen, einfach auf epicgames.com oder sucht einfach über Google Fortnite. Da kommt ihr auch hier auf die ganz normale Seite. Warte mal. Zack, 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 zack. So sieht das Ganze aus. Nur ein bisschen kleiner. Ich habe es für euch schon mal vergrößert. Und wenn wir dann hier oben auf Neuigkeiten gehen, seht ihr schon, spielt im Kreativwahnsinn mit eurem Lieblings-Fortnite-Creator. Ich bin es nicht. So, dann, was steht hier? Spielt im Kreativwahnsinn mit eurem Lieblings-Fortnite-Creator. Ist eigentlich nur viel bla 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 blub. So, um das Spray zu bekommen, bin ich zum Beispiel jetzt wirklich nur hier hingegangen. Und ich war schon automatisch eingeloggt. Dann habe ich gesehen, man kann jetzt eine Zeit einreichen, was die Bestzeiten betrifft. Aber da habe ich noch gar nicht nachgeguckt, wirklich. Nur, dass man halt ein Video davon hochladen muss, wie die Zeit hier ist. Und die kann man dann einschicken und keine Ahnung, alles Mögliche. So, denn das hier haben wir jetzt schon bekommen. Und die Spitzhacke soll es ja geben, wenn man 30 Minuten lang die vorgestellte Karte, regionale Qualifikation für den Creator Wahnsinn spielt. Also ihr müsst nur 30 Minuten lang die Map spielen. Warte mal, wir gucken gleich mal auch direkt im Spiel. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel. Ihr könnt genauso den Code eingeben für die Map. Die müsst ihr halt, wie gesagt, 30 Minuten lang spielen. Dann müsstet ihr eigentlich schon die Gegenstände bekommen. Bla bla bla. Das ist von der Bestzeit, die mir überreichen kann. Wir gucken mal gerade. Ja, man wird immer nämlich auf die Seite, selbe Seite weitergeleitet. Und man hat sich quasi schon registriert, indem man sich nur einloggt. So, dann gucke ich mal gerade weiter, ob ich schon mehr für euch weiß. Das Hauptevent, bla bla bla. Ja, mit Creator aussuchen, das ist klar. Das sind die offiziellen Regeln. Aber im Prinzip, wo kam ich denn? Ach so, ich bin hier eben schon weitergegangen. Warte mal. Nee, das war's nicht. Habe ich das eben gesehen? Ah, hier. Man muss dann erst den Creator aussuchen. Also wenn ihr die schnellste Zeit, die ihr denkt, gemacht habt und habt das Ganze aufgenommen, ich denke mal, das kommt bei den meisten nicht in Frage, dann könnt ihr halt den Content Creator auswählen. Nehmen wir einfach mal Amar. Dann müsst ihr eine E-Mail-Adresse eingeben, die auch gültig ist, wo ihr auch E-Mails empfangen könnt, die ihr auch selber seht, weil wenn ihr zu den Besseren gehört, wird es ja wahrscheinlich noch mal irgendwas geben. Dann muss man hier die Abschlusszeit eintragen, einmal Minute, Sekunde. Dann die URL von dem Video, was ihr hochgeladen habt, die steht ja dann immer hier oben drin, also oben im Browser. Und das war's eigentlich schon. Also so habe ich mir jetzt schon nur das Spray geholt und habe mich nur auf der Seite registriert. Mehr habe ich nicht gemacht. Also ihr habt es gerade gesehen, ich habe mich selber nur eingeloggt bei Fortnite, mehr habe ich noch nicht gemacht. So, dann machen wir das Ganze auf einfordern. Warte mal, schon mal gerade nur für Thumbnail. Man kennt es, warte mal. Weil, ohne Quatsch, ich habe halt gedacht, und irgendwie kriegt es anscheinend nicht jeder hin. Das Problem ist einfach, ich habe natürlich meinen PC. Für mich persönlich ist es natürlich einfacher, weil ich halt wirklich einfach gerade auf die Seite klick drauf, fertig. Für Handy kann es wieder ein bisschen komplizierter werden. Haben wir auch schon bei der Spotify-Geschichte gemerkt. Aber wenn Fragen sind, schreibt einfach in die Kommentare. Ich gucke für euch dann, wie wir das Ganze gelöst bekommen. So, jetzt gehe ich mal auf Einfordern. Zack. Das Ganze ist jetzt auch eingefordert. Jetzt mal gerade gucken. Mehr erfahren. Ah, da schicken sie einen auch schon hin. Ja, seht ihr, so einfach geht das. Ihr braucht noch nicht mal den Link. Ihr geht einfach im Spiel selber. Geht ihr hier unten auf Mehr erfahren und da steht quasi genau dasselbe, was ich jetzt gerade eben schon gemacht habe. Dann geht ihr halt auf den Link drauf und dann so bekommt ihr auch das Spray direkt. So, dann wegen der Map ist eigentlich auch ziemlich simpel. Haben sie hier verlinkt? Sieht irgendwie noch nicht so aus. Nee.
Also die Kreativmap muss man sich raussuchen. Wir gehen gerade nochmal zurück. Das ist eigentlich auch ziemlich easy. Das ist halt hier der Code 19946642973. Den Code müsst ihr dann eingeben bei der Kreativmap. Ich denke mal, die meisten von euch wissen ja, wie es geht. Und dann 30 Minuten lang die Map spielen. Vielleicht kriegt ihr eine gute Zeit hin, nimmt das ganze Vorteil immer ein bisschen auf. Und in dem Sinne würde ich sagen, das waren nur die kurzen Infos. Jetzt gucke ich gleich mir noch schnell den Job an. Und in dem Sinne, hier soll es erstmal nur um das Spray gehen. Wie gesagt, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.